Hallo und willkommen zu einer neuen Runde StarCraft 2. Ja, beim letzten Mal hat uns ja die Nova ganz tatkräftig unterstützt gegen diese Ghost-Typen. Und ja, dafür musste der Tychus auch ein bisschen was einstecken durch Tosh, der da sein Voodoo-Püppchen hervorgezaubert hat und dachte, er tut dem Rainer was, aber ja, der Tychus war dann am Ende der Leidtragende, aber naja, gut. Wir schauen mal, wie es dem Guten geht und machen auch direkt in der Geschichte weiter. Die kleine Nova, das war ein heißes Gerät. Schon mal dran gedacht, dich an sie ranzumachen, Jimmy? Die Kleine bringt nichts als Ärger, Tychus. Und im Moment ist sie damit beschäftigt, den Rest von Toshs psychopathischen Phantomen zu jagen. Von der hält man sich besser fern. Was ist nur los mit dir? Du hattest so viele Möglichkeiten. Irgendwas stimmt wirklich nicht mit dir, Mann. Naja, nur weil er nicht auf jede springt. Ja, ich meine, klar, ein bisschen hat er recht, aber ich denke mal, da hängt noch an seiner Kerrigan, der liebe Rainer. Hier ist Kate Lockwell, live für UNN. Liga-Sicherheitskräfte haben uns heute Nacht berichtet, dass ihre Agenten die Anführer einer subversiven Rebellengruppe, die sich selbst Projekt Shadowblade nannte, gestellt und exekutiert haben. Das sind großartige Nachrichten, Kate. Haben Sie gesagt, was Sie darüber denken? Nein, haben Sie nicht, Donny. Aber ich vermute, Sie sind ziemlich froh darüber. Da hören Sie es. Liga-Sicherheitskräfte zerschlagen den geheimnisvollen Spionagezweig von Jim Rayners Terroristenorganisation. Augenblick mal, was? Die Liga hat mit keinem Wort erwähnt, dass Rayner... Und damit gebe ich ab an die Werbung. Nehmen Sie das Leben aufs Korn. Eye-Pistol. Na, iPod-Verarsche? Und Alter, ich hasse diesen... Scheiß-Moderator. Naja, gut. Wir gucken mal weiter. Was gibt's im Labor? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann halt das Arsenal. Na, sieh mal einer an. Ghost-Gewehr. 25 mm K10 Kanistergewehr. Mark 6. V1 war 6, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die Mark 6 wurde von der Konföderation kurz vor dem Fall von Tarsonis eingeführt und gilt als Nonplusultra der Antipersonenbewaffnung von Ghosts. Da die Liga nicht in der Lage war, das Design zu verbessern, hat sie die Produktion einfach... ja, okay. Einfach. Ja. Grüß dich, Nova. Was macht denn die hier? Ich dachte, die ist nicht... Na gut. Trotz ihrer großartigen Fähigkeiten neigen Ghosts zu Schlampigkeit beim Anfordern von Nuklearschlägen. Kommandeure sind heutzutage froh, wenn sie das Gewehr eines Ghosts sehen, da es ein magnetisches Verfolgungsgerät enthält, um die Koordination zu verifizieren. Okay. Das erste Mark 6 wurde von Horvald Scratchy Winston benutzt und damit James Fortune, eine kelmorianischen Ressourcenbaron, umzulegen. Winston berichtete, die Waffe sei was sexier als seine Freundin und doppelt so nett. Ja, sehr sympathisch, würde ich mal behaupten. Und ich finde es immer noch witzig, wie die kleinen Viecher sich da kabbeln. Süß. Nova hat uns für unsere Hilfe Zugriff auf Ghost-Technologien versprochen. Hat sie schon was rausgerückt? Dein Mädchen hat was dagelassen, ja. Ich habe da auch noch ein paar neue Upgrades, an denen wir arbeiten. Sie ist nicht mein Mädchen, Swan. Unheimliche Attentäterin, die eines Tages versuchen wird, dich umzulegen? Ich weiß nicht, Junge. Sie scheint genau dein Typ zu sein. Ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Naja, aber um ehrlich zu sein, recht hat er irgendwie ein bisschen... Naja. Aber schön, dass es da gelassen hat. So. Und was gibt's hier Schönes?
Basis ist was Neues. Was haben wir denn hier? Ein Brandschutzsystem. Die Ghost, scheiß drauf. Das hier finde ich gerade echt extrem wichtig, weil wenn wir mit Ghosts angegriffen werden, dann haben wir irgendwie Arschkarten. Muss ich sagen, darf. So, und jetzt haben wir noch 50 Credits und können damit ja einen feuchten Furz bezahlen. Klasse. Schön. Na gut. Dann Brücke. Mensch, gar nichts los hier. Nur die Sternkarte. Ja, Valhalla. Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Die Liga enthüllt bald auf Korhal eine neue Kriegsmaschine namens Odin. Wenn wir den Odin in unsere Gewalt bringen, können wir uns dort mit seiner Hilfe Zugang zu den UNN-Studios verschaffen und die Aufnahmen über Mengs Kriegsverbrechen veröffentlichen. Der Odin befindet sich zurzeit auf einem Testgelände auf Valhalla. Mal kurz, weil ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass hier irgendwo Missionen untergegangen sind. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor 2 Tagen den Kontakt verloren. Hm. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Hat das jetzt großartig was? Ja gut, wir würden das Artefakt weiter zusammenbauen. Aber... Ah. Es ist beides wichtig, denke ich mal. Ich meine, Belagerungspanzer möchte ich jetzt nicht missen. Ah, wir machen jetzt das. Ah, wir machen Unser Team ist in Position. Wir sind bereit, den Odin zu entwenden. Sind Sie sich da absolut sicher, Sir? Ja. Tykes ist auf jeden Fall unser bester Mann für diese Art Job. In der Schlacht ist er allerdings schnell etwas übereifrig. Wir müssen also zusehen, dass wir hinterherkommen, wenn der Kampf erstmal angefangen hat. Wenn er den Odin tatsächlich steuern kann, ist es äußerst wichtig, dass wir alle Basen der Liga in der Gegend ausschalten. Hoffentlich können wir alle Übertragungen lang genug blockieren, bis er das geschafft hat. Okay. Was davon wir können ist der nicht Odin? Riskieren, dass irgendwelche Nachrichten hierüber nach Korhal gelangen. Was wissen wir über diesen Odin? Es handelt sich um einen experimentellen, überschweren Belagerungskampfläufer, der für ausgedehnte Kämpfe an der vordersten Front entworfen wurde. Cool. Sehr kampfstark. Klasse. Also könnte doch nicht mal Tykes den verschonen. Da kommen sie. Los, los, los! Oh, bitte nicht, oder? Ich habe jetzt keine Basis und kein gar nichts. Ja gut, das kriegt man hin, irgendwie. Maschine der Zerstörung. Na? Blubbelt's im Hintergrund. Schön. Haha. ja. Losgeladen und entsichert! Los, los, los! Das ist jetzt keine verdeckte Operation, Herr Medes. Feuert aus allen Rohren! Gitter! Ei, ei, Sir! Wird er mich verarschen? Verstanden!
Verstanden. 10-4. Bleibst du mal? Sir, Sie scheinen da etwas sehr Interessantes gefunden zu haben. Wenn Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen könnten, wäre das super. Roger! Behalt mal, würde ich sagen. Aber warte mal, warum gehen wir denn nicht unten lang? Aktiviert die automatische... Ihr haltet mich nicht davon ab, dieses Baby zu bekommen. Jeep. Gott. Bleib! In Ordnung! War noch mehr? Ist ja doch schon hübsch. Heilige Scheiße. Ich kann's kaum abwarten, einzusteigen und die Bude hier auseinanderzunehmen. Position halten, Talkers. Lass uns erst Unterstützung darauf schicken, um dich zu decken. Ja, bitte. Mano, bleibe. So muss das laufen. Verdammt, Talkers. Du sollst warten. Kannst du mich hören? Sein Kommunikator steht auf Senden, Sir. Er kann uns überhaupt nicht hören. Die Liga hat ihre Verteidigungsanlagen bald hochgefahren. Na klasse. Errichten wir so schnell wie möglich unsere Basis. Wir müssen ihm einfach reinfolgen und hoffen, dass er es nicht zu sehr übertreibt. Oh Mann, wie mache ich was vor? Na okay, Mädels. Gebt mir die Führung. Ja, was? So, ich brauche das. Kann's kaum noch erwarten. Freu mich schon drauf. Okay, ich hab hier was. Ich brauche definitiv ein Tech-Labor. Ich brauche die unter der Erde und... Ah, Goliaths waren geil. Also hier das auch noch. So, hier rüber. Und du baust mir jetzt mal noch... Nicht genügend. BBF einsatzbereit. Sir, ich orte schwere Kreuzer der Liga auf Abfangkurs mit dem Odin. Hey, Halssporn! Willst du diese Raumjäger jetzt haben? Die nehmen es locker mit einem schweren Kreuzer auf. Du kannst am Raumhafen noch mehr bauen. Nun denn sicher. Ah! Erweiterung fertiggestellt. Könnt ihr selber kaputt machen, ne? Unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF einsatzbereit. Immer mit der Ruhe. Komm, sammelt das mal ein hier. So, was haben wir hier? Oh, bitte sag mir, dass man nicht, dass ich da rein muss. Oh, BBF bereit. Also, was ist jetzt der Plan, Commander? Die Basen in Schutt und Asche legen, oder? Na, nee. Was liegt an? Jimmy? Partner? Kannst du mich hören? Tja, also, solange du mir nicht sagst, dass ich hier nicht auf den Putz hauen darf, also, mach ich das doch einfach mal. Mach keinen Scheiß. Was? Lass das. Ja. Dämlack. Nicht genügend Mineralien. Na ja, gut, dann. Nicht genügend Mineralien. Komm schon, wenigstens. Du Idiot. Oh, du willst hier von was? Boom. Toll. Toll, 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 toll. Ganz klasse. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Der Doktor ist da. BBF bereit. Kann's kaum noch erwarten. Durchgeladen und entsichert. Das ist ein Kack hier.
wird gemacht. Du kannst kaum noch erwarten. Meine Güte. Und der rennt einfach weg. So ein Eimer. Nicht genügend. Jetzt kann ich noch nicht bauen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht genügend Mineralien. Mann, ich brauche mal einen WBF, der den Schaden repariert. Das Ding hier hat ja schon Schlagseite. Redet er immer so viel, Sir? Ja, sobald er in einen Kampf verwickelt ist, kann er einfach nicht die Klappe halten. So, jetzt wo das geschafft ist, mache ich mal eine kleine Pause. Oh, das ist aber schön. Gut, dass ich mir eine kleine Erfrischung mitgebracht habe. Was ist der WBF? Benötige weitere Gepäck. Jetzt geht's rund. Tja, der WBF macht's ganz gut. Nur zu. So, dann machst du jetzt hier mal noch ein paar Depots, bitte. Juhu, Überstunden. Nicht genügend Mineralien. Scheiße. Oh, die kommen angeflogen. Verzichtet? Gehen wir mit bauen. Yo. Oh, Kacke. Nicht genügend Mineralien. Aber sicher. BBF einsatzbereit. Nee, du bleibst hier. Da hab ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Hier komm ich! Verdammt. Es geht doch nichts über einen Drink auf den verkohlten Überresten seiner Feinde. Aha. Ich kann deine Jungs da unten rumrennen sehen, Jimmy. Die sehen aus wie Ameisen. Na gut, dann machen wir das jetzt mal so und da hauen wir das Ding hier dran. Na komm. Kann's kaum noch erwarten. So. Ich kann nicht mehr länger abwarten. Weiter geht's. Oh, willst du mich verarschen? Nicht genügend Mineralien. Los, los, los! Bereit machen, Jungs! Verstanden! Komm! BBS bereit! Woraus soll ich ballern, Sir? Bereit machen, Jungs! Alle ihn hinterher, würde ich mal sagen. Jetzt geht's rund. So, du gehst hier rein. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Oh, Kack, Dreck, Mist. Erweiterung fertiggestellt. BBF bereit. Abmarsch bereit. Ganz hier ehrlich. Komm ich. WBF einsatzbereit. So, du noch hier rein? Hallo, blinkender roter Knopf. Wofür bist du denn da? Halt. Boom, Baby. Machen wir in die Hölle. Verdammt, ist das geil. Lesen der Boss. WBF bereit. Kann's kaum noch erwarten. Mal, haben wir hier oben noch irgendwas Zergforschungsmäßiges? Du gehst mal das hier rein. Ist da? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnten Sie meine Probe davon ins Labor bringen? Vielleicht ist es ja zu etwas Nutze. Irgendwie ist es gruselig, aber irgendwie auch toll. Schick lieber ein paar Leichensäcke. So. Das läuft. So, klar. Nicht genügend Mineralien. Echt jetzt? Ich denk mal, ihr Jungs braucht eine Weile, um aufzuholen. Der gute alte Tykes wird sich hier einfach ein wenig entspannen. So, ja, schön, dass du dich entspannen wirst. Ich werde jetzt... Weckt mich einfach, wenn ihr soweit seid. Eine kleine Nuklearrakete sollte ausreichen. Es wird angegriffen. So, ganz bis dann. Gut. Jawohl. Gehen wir hier hin. Bereit machen. Benötige weitere Depots.
könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, mal, da sind wir doch gleich wieder hier vorne, ha? Hier komm ich! Das ist doch schön. Gut. Was könnte man noch gebrauchen? Gut, Soldaten sind super. Und boah, Heigen erschreckt! Du, was kannst du noch bauen? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Ich meine, ich brauche keine fliegenden Einheiten. Ich brauche eigentlich irgendwas zum Forschen wäre cool. Upgrade-Möglichkeit. Ich bin schon unterwegs. Was ist das hier eigentlich? Abmarschbereit. Los, los, los! Was kann man hier machen, Raumjäger? Abmarschbereit. Ja, warum nicht? So, das läuft. Komm schon, Jimmy. Wir müssen noch ein paar Köpfe einschlagen. Gut. Kann's kaum noch erwarten. Erweiterung fertiggestellt. So, folgt ihm. Unsere das Verbündeten werden bereit. So, wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Was Nützliches. Maschinendock. Kassette. Unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF einsatzbereit. Das ist noch was? Einen aufgepasst, ob es hier irgendwie was gibt zum Upgraden oder so. Sicher. So, schön. 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 Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Aber sicher. Ein Glück, dass unsere man die Dinger werden an nicht genügend Minerei. Ja, so schön. Runterfahren kann. Julian, online. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Was? Was? Worauf soll ich ballern, Sir? Der Typ macht mich alle. Willst du was hiervon? Geil ist es schon, ne? Irgendwie. Ach, guck mal, belagert nicht die Panzer. Ich kann kaum noch erwarten. In Ordnung! Wir hatten doch hier den WBF rumstehen. Drei Basen weniger. Vielleicht hat der Sträfling am Ende doch seinen Nutzen. Aber hier ist nichts zum Mitnehmen. Von mir aus. Weißt du, ich glaube, ich nehme mir noch eine Auszeit. Schick mir in der Zwischenzeit doch noch Verstärkung, Jimmy. Mhm. So, ein Eimer. So, es forscht. Baut. Dann haben wir hier noch ein paar und das nicht genügend Mineralien. Das war mir irgendwie klar. Und hier. Goliath wird ganz gemacht. Abmarschbereit. Odin, Entschuldigung. Aber sicher. Ich hoffe, wir können noch was zu forschen finden. Der Doktor ist da. Durchgeladen und entsichert. Was ist denn so bei Meinst du, diese Weicheier liefern uns diesmal sowas wie einen Kampf? Ich bin bisher noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Los, los, los! Goliath, der Doktor ist da. Wird gemacht! Hier komm ich! Geht klar! Na gut, dann bleiben wir halt hier. Ich hoffe, hier gibt es dann irgendwo mal was zum Forschen, weil eine fehlt mir noch, eine Zergforschung. War die hier irgendwo? Ne, hier haben wir ja die erste mitgenommen. Hier ist ja der Typ einfach reingerannt. Der Doktor ist da. Atma,
marschbereit! Kann's kaum noch erwarten! So. Na gut. Dann fetz mal los, Mano. Oder will der jetzt nicht mehr? Los geht's. Ich komm jetzt erst richtig in Schwung. Wenn du das sagst. Kommt noch was? Positiv! Positiv! Ja, dann knall sie mal alle weg. Lassen wir es krachen! Jetzt geht's rund! Tja. Ich kann es gar nicht abwarten, mich darauf zu stürzen. Rein wissenschaftlich meine ich. Ich hatte nicht vor, es zu essen. Daran hat, denke ich, auch keiner gedacht. Was will man doch nicht essen? Wir machen einfach alles kaputt. Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe leider kein Kaugummi. Willst du einen? Ich finde hier bestimmt noch einen. Jetzt geht's rund! Abmarsch bereit! So. Haben wir ja hier ordentlich aufgeräumt, würde ich sagen. Wo will er denn jetzt hin? Worauf soll ich ballern, Sir? Upgrade durchgeführt. Nee, im Ernst, wo will der hin? Ei, ei, Sir. Durchgeladen und entsichert. Oh, wisst nicht. Hab ich schon kaputt gemacht. Freu mich schon drauf. Bereit machen, Jungs. Okay. Das wird schwierig. Was? Ich orte schwere Kreuze in der nächsten Basis und der Odin hat keine besonders gute Luftabwehr. Startet mehr Raumjäger vom Raumhafen. Wenn wir genügend haben, können wir uns um die schweren Kreuzer kümmern. Wenn du Raumjäger willst, dann. Das hat Spaß gemacht. Bekommen. Keine Sorge, alter Kumpel. Ich lass dir ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Ich fass es nicht. Diese Liga Eierköpfe haben wirklich an alles gedacht. Entschuldigt mich mal gerade. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Na gut, dann... Schlechte Neuigkeit? Was liegt an? Kannst du ja mal hier runtergehen. Darf sonst noch was sein? Den hier ganz so... Überstunden. Kommt noch was? Hoffen wir mal, dass mein WWF jetzt hier in Ruhe gelassen wird. Das sieht gut aus. Mineralienfeld erschöpft. Oh ja. Wir müssen doch nur noch die Map hier abnehmen. Denke ich doch, oder? Noch mal ein bisschen. Mineralienfeld erschöpft. Warpix. So. Kann's kaum noch erwarten. Basis wird angegriffen. Das war gut. Seid ihr schon bereit? Hm. Aus der Bahn! Kapiert! Na gut. Worauf soll ich ballern, Sir? Kommt, Mädels. Benötige weitere Depots. Bereit machen, Jungs! Na? Kommt schon. Benötige weitere Depots. Ja. Scheinbar haben wir irgendwann zu wenig Depots. Dann bauen wir einfach. Nicht genügend. Ich hoffe, du hörst mich, Jimmy. Denn ich mache mich jetzt zur letzten Basis auf. Na gut, Mädels. Dürft ihm verloren. Da
dass er noch keinen zermatscht hat in seinem Mega-Anzug, ist Wahnsinn eigentlich. Noch was? Alles Mädels. Probe damit. Yay! Aber ich hatte doch eigentlich ein paar Healer mit drin gemacht. Ein paar Healer eigentlich. Bingo! Bingo! Boom, Baby. Ja, hallo, mein kleiner Freund. Wie konnte ich denn bitte einen Knopf mit einem Totenschädel darauf übersehen? Jo. Oh, Baby. Auf dich wartet eine Welt voller Schmerzen. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich hab da schon aufgeräumt. So, ziemlich... Toll. Das tut mir jetzt leid, dass ich da schon ein bisschen schneller war. Ausgezeichnet. Nun, da der Odin gesichert wurde, können wir gegen den UNN-Komplex auf Korhal losschlagen und unsere Übertragung senden. Hey, kannst du mich hören, Captain? Nächstes Mal hast du hoffentlich ein bisschen mehr Vertrauen in den alten Tykes, wenn es darum geht, Chaos zu verursachen. Das ist doch so ziemlich alles, wobei ich vollstes Vertrauen in dich habe, Tykes. Ob er das gehört hat? So, Einheiten verloren. Ach ja, schade, 26, aber Gesundheit wiederhergestellt. Ja, gut. Haben wir gut gemacht, finde ich. Haben uns gut gekümmert. Aber ich vermisse immer noch einen WBF. Wo der wohin ist. Du hast da draußen echt gut gekämpft, Tykes. Deine Zeit im Tiefkühler hat deinen Reflexen kein bisschen geschadet. Tja, Angst und Gewalt haben schon immer das Beste aus mir herausgeholt. Ich muss zugeben, wir waren schon immer ein gutes Team. Naja, zumindest bis ich in den Knast musste und du rechtschaffen geworden bist. Stimmt. Süß, die zwei. Ja, gut, aber hier an dem Punkt machen wir Schluss, weil, ja, wir haben den Kampf fertig und so ist nun mal meine Regel, sag ich mal. Ja, ich habe so gesagt, das musst du machen. Und dementsprechend kann ich nur sagen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, was gefällt euch gar nicht, schreibt es in die Kommentare, ich bin für alles offen und freue mich über jede Kritik. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei StarCraft 2.